mit Polizeipferden. Inspektor Dior, Rekrut Anna meldet sich zum Dienst. Habt ihr schon was Verdächtiges gesehen? Hm? Nee? Okay, dann weiter gucken, Augen offen halten und wir schauen, ob alles in Ordnung ist. Hallo Leute, ich bin heute auf einer Spezialmission unterwegs. Die beiden hier sind nämlich nicht nur einfache Pferde, das sind Polizeipferde und werden von echten Polizisten geritten. Cool, oder? Ich darf heute die Reiterstaffel der Münchner Polizei einen Tag begleiten. Aber vorher gibt's für euch die Quizfrage. Polizeipferde sind immer Antwort A, Stuten oder Antwort B, Wallache. Hm? Mal schauen, ob ihr die Antwort in der Folge findet. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Aber jetzt habe ich erstmal ein paar tolle Infos über die berittene Polizei für euch. Die Reiterstaffel, so nennt man die Gruppe von Polizisten und ihren Pferden, ist eine besondere Abteilung der Polizei. Sie kommt zum Schutz bei großen Veranstaltungen wie Fußballspielen, Umzügen und Demonstrationen zum Einsatz. In Städten und Parks werden sie für Streifendienste und Kontrollritte genutzt. In schwierigem Gelände sind sie besonders schnell und wendig. Sowohl Reiter als auch Pferd benötigen für diese Einsätze eine ganz besondere Ausbildung. Ich bin im Stall der Reiterstaffel, in dem alle Pferde der Polizei München zu Hause sind. Hier bin ich mit Karl, einem ihrer Ausbilder, verabredet. Hallo Karl. Hi Anna, grüß dich. Darf ich reinkommen? Ja, komm rein. Hey, wen hast du denn hier hübschen dabei? Das ist ein junges Dienstpferd von uns, das ist der Carlo. Moment, Karl und Carlo? Genau. Ja, das passt ja gut. Das ist passend, genau. Und was heißt ein junges Pferd? Wie alt ist der? Der Carlo ist 5-jährig. Den haben wir gekauft, da war er 3-jährig. 3-jährig beginnt bei den Pferden auch die Reitausbildung, die dressurmäßige Ausbildung, damit die Muskulatur kriegen und damit die dann eben die Einsätze problemlos überstehen. Das klingt ja spannend. Was gibt es denn sonst noch so für Anforderungen an ein Polizeipferd? Ja, wir haben eine gewisse Mindestgröße. Die sollen so um die 1,70 Meter geht's bei uns los. Und wie sieht's aus mit Farbe, Gewicht, Geschlecht? Wir haben ausschließlich Wallache. Das sind kastrierte Hengste. Das ist einfach der Grund, weil die vom Wesen her wesentlich ruhiger sind, ausgeglichener. Die Farbe ist uns egal. Also wir haben alle Farben. Schimmel, Rappen, Braune. Fuchsen, alles im Angebot, da legen wir uns nicht fest. Und wie schaut es aus mit dem Charakter vom Pferd? Ist das auch wichtig? Der Charakter ist eigentlich nur mit das Wichtigste. Muss sehr ausgeglichen, muss das Pferd sein, muss aber auch neugierig sein, schnell auf unbekannte Situationen einstellen können. Auf solche Sachen legen wir Wert. Und wie trainierst du jetzt den Carlo so? Der wird normal dressurmäßig geritten und jetzt sind wir für heute, haben wir uns vorgenommen, dass wir Gewöhnungsarbeit machen. Kannst du mir das mal zeigen? Ja, kannst gerne mit zu uns in die Halle rüberkommen und dann kannst du mir helfen, das Pferd auszubilden. Cool. So, hier sind wir in unserer Reithalle. Hier werden die Pferde dressurmäßig ausgebildet, im Springen ausgebildet und auch an optische und akustische Reize gewöhnt. Das Gelassenheitstraining ist für Polizeipferde besonders wichtig. Pferde sind von Natur aus Fluchttiere. Wenn sie ein unbekanntes Geräusch oder eine schnelle Bewegung wahrnehmen, könnte sie das erschrecken und in Panik versetzen. Außerdem gibt es viele Materialien oder Gegenstände, die ein Pferd nicht kennt. Seine erste Reaktion auf etwas Unbekanntes? Vorsicht, vielleicht sogar Angst und Flucht. Und ich sehe schon, wir sind nicht allein. Genau, es ist ein zweiter Kollege dabei mit einem Elterndienstpferd. Cool. Und wer reitet unseren hier? Den Carlo darf die Verena heute reiten. Hallo. Sie gehört zum Ausbildungsteam und die trainiert heute das junge Pferd. Ich mache das Ganze vom Boden aus und sie sitzt drauf und reitet. Dann bin ich jetzt gespannt auf die Spezialagentenausbildung für unseren Carlo. Zeigt mir doch mal, was er so drauf hat. Ja, total gerne. Herausforderung 1, die Knisterfolie. Das Rascheln der Plane und die Farbe irritieren Pferde. Aber für Carlo kein Problem. Sehr gut, so soll's sein. Pferde sind sehr gelassen. Ja, die haben nicht mal komisch geguckt. Ja, genau. Deswegen können wir jetzt den Reiz erhöhen. Das heißt, wir machen die Plane ein bisschen größer. Es wird schwieriger. Genau.
Das erfahrenere Pferd macht den Anfang. Genau, er schaut es an, sieht, dass nichts Schlimmes ist, geht ganz ruhig drüber. Haben wir quasi mit einem positiven Ergebnis aufgehört. Plane klappt, weiter geht's. Genau. Herausforderung 2. Weg aus Flaschen. Auf Veranstaltungen liegen viele leere Flaschen herum. Auch eine Situation, an die man die Pferde gewöhnen muss. Hidalgo geht wieder als Erster. Das macht es für Carlo einfacher. Sehr gut. Wie du siehst, funktioniert einwandfrei bei den Pferden. Da kann man den Trainingsreiz auf alle Fälle erhöhen. Ab Markus, durch die Länge der Bahn und über die Plastikflaschen. Also da bin ich jetzt gespannt. Ich wollte auch nicht durchmarschieren. Witzigerweise war jetzt das erfahrenere Pferd ein bisschen unsicherer, aber Der Carlo ist ganz entspannt danach drüber gelaufen. Ja, das zeichnet den auch aus. Was ist denn die nächste Prüfung in der Spezialagentenausbildung? So, jetzt haben wir nur was Lustiges im Petto. Unsere Pferde können nämlich auch Fußball spielen. Leute, schaut mal, was wir jetzt hier für einen Riesenball haben. Und mit dem spielen wir jetzt Fußball. Herausforderung 3, Fußball spielen. Abteilung im Mittelschritt anreiten. Ja, witzig. Ja, genau. Die spielen tatsächlich Fußball. Ja, das macht denen ja Spaß. Und nebenbei lernen sie eben spielerisch, dass wir solche Sachen Angst haben brauchen, dass Berührungen stattfinden können, ohne dass ihnen irgendwas passiert. An dieser Übung sieht man, wie wichtig es ist, dass die Pferde verspielt und vielleicht sogar ein bisschen frech sind. Und das zeichnet eigentlich ein gutes Polizeipferd aus. Und jetzt will er mit mir Fußball spielen. Ja, genau. Der hat dir jetzt einen Ball draufgeschossen, jetzt darfst du ihm den Ball draufschießen. Das ist jetzt dein Ball. Mhm. Der ist sehr weich, da passiert dem Pferd nichts. Wichtig beim Training ist, dass das Pferd keine Angst hat dabei, dass man das immer mit Berührungen verbindet, wo es kennt, zum Beispiel das Klopfen. Dann kommt die Bewegung mit dazu und dann kann man den auch richtig abschießen. Du bleibst ja echt total entspannt. Ja, der kann sogar einen Kopfball. Achtung, Hidalgo. Wahnsinn. Das war jetzt vorne aber nur der leichte Teil. Das Ganze machen wir jetzt nur mal von hinten, wo die Pferde nicht sehen, wo der Ball herkommt. Das ist jetzt an der Stufe 2. Okay. Auch hier müssen wir jetzt die Pferde wieder kurz dran gewöhnen, dass wir es nicht schrecken. Einfach zum Pferd hingehen, den Ball kurz zeigen, berühren damit. Dann kannst du ihn von der Seite so ein bisschen abwerfen. Genau, super. Hat er die Berührung. Und jetzt legst du ihn einfach auf den Boden und schießt ihn ab. Schießen? Mit dem Fuß. Ja, ich weiß schon, was Schießen ist. Oh Gott. Oh. Entschuldigung. Der verzieht keine Miene. Das ist auch fürs Training vom Einsatz. Kann immer sein, dass irgendwie von hinten wer rantritt ans Pferd. Und die dürfen da einfach nicht schlagen oder sonst irgendwas, sondern sollten möglichst ruhig stehen bleiben. Hast du noch eine spannende Übung für mich? Ja, jetzt kommt noch die Königsdisziplin, jetzt kommt der Schuss. Also diesmal nicht mit dem Fuß, nee, oder was? Nee, diesmal nicht mit dem Fuß, diesmal mit der Pistole. Oh wei, das machst du aber lieber du. Mal gern. Was hast du jetzt da gemacht? Ich habe jetzt noch die Pferde vorbereitet für einen Schuss. Und zwar, dass er sich schon mal ein bisschen an das Geräusch gewöhnen, kann man ein bisschen leiser machen, lauter machen. Hört sich genauso an wie ein Schuss, ne? Fast, genau. Der ist noch ein bisschen lauter. Oh, ich halte mir lieber die Ohren zu. Würde ich da empfehlen. Herausforderung 4, der Schuss. Carlo und Hidalgo stehen da wie festgewachsen. Aber es wird noch mal schwieriger. Nicht einmal das bringt die Pferde aus der Ruhe. Ich würde sagen, Carlo hat das Gelassenheitstraining mit voller Punktzahl bestanden. Doch Karl trainiert nicht nur die Pferde, sondern auch die Reiter. Dafür geht's nach draußen. Pferde im Arbeitstempo antraben, leicht traben. Kann denn jeder bei euch bei der Reiterstaffel mitmachen? Es kann jeder beitreten, der Polizist ist. Ah, okay. Und mindestens 3 Jahre Einzeldiensterfahrung hat. Schade, also nichts für mich. Muss man denn reiten können? Nein, aber es ist vom Vorteil, weil sie einfach die Ausbildung verkürzt.
Glaubst du, wir können noch mal ein bisschen Gas geben? Ich glaube schon. Dann nimmst du die Zügel noch mal auf. Okay, dann im Arbeitstempo angaloppieren. Wieder aufrichten, zurück mit dem Oberkörper. Schwer sitzen. Kommt zu mir. Ja, Markus und Verena gehen jetzt nur auf Streife. Nehmt ihr zwei mich mit? Logisch, klar. Cool. Markus macht Dior für den Einsatz fertig. Denn so brav Carlo im Training auch war, er ist noch nicht ganz so weit. Mit dem Pferdetransporter geht's jetzt für Markus, Verena, die Pferde und mich zum Einsatz. Einsteigen, bitteschön. Eine kurze Autofahrt später sind wir schon im Englischen Garten, einem großen Park in München. Dann steigen wir jetzt auf. Jawohl. Vorsicht. Hier? Ja. Wir steigen von der Stoßstange auf, weil die Pferde ziemlich groß sind und das auch für die Pferde angenehmer ist. Ich sehe schon, du bist ganz schön weit oben. Das ist natürlich ein Vorteil. Du wirst gesehen und du siehst vor allem alles. So, Anna, jetzt schwing dich auf dein Fahrrad und auf geht's. Mach ich. Hey, wartet auf mich! Wenn's im Park rund geht, ist es wichtig, dass die Polizei vor Ort ist. Die Reiter kommen an Orte, wo Autos nicht hinkommen und sind schneller als ihre Kollegen zu Fuß. Wie so ein Einsatz aussehen könnte, das zeigen wir euch jetzt mal. Halt stehen bleiben, bitte. Polizei. Hallo, habe ich was falsch gemacht? Sie sind Fahrrad gefahren und hatten Kopfhörer im Ohr. Das ist gefährlich. Oh, und das darf man nicht? Nein, es kostet auch Strafe. 10 €. 10 €? Leute, gut, dass wir das jetzt nur gespielt haben. Ich würde nie mit Kopfhörern in den Ohren Radl fahren, weil das ist ziemlich gefährlich. Da kriegt man alles um sich herum gar nicht richtig mit, wenn ein Auto hinter mir ist oder sowas. Aber es gibt ja immer wieder Leute, die das machen. Und dann dürft ihr einen Strafzettel verteilen. Wenn sie einsichtig sind, können wir sie auch nur mündlich verwarnen. So. Damit ich mit den Reitern auf einer Ebene bin, habe ich mir jetzt hier ein bisschen Hilfe besorgt. Tada! Sieht gut aus hier oben. Wir müssen noch die Quizfrage auflösen. Polizeipferde sind immer Antwort A, Stuten, oder Antwort B, Wallache. Markus, du kannst uns bestimmt helfen. Ja, es sind Wallache, weil die unkomplizierter sind. Ganz genau. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann habt ihr die Antwort bestimmt schon in der Folge mitbekommen. So, ich lasse euch jetzt mal zu eurem Einsatz. Ihr habt da noch ein bisschen was zu tun. Ganz genau. Jetzt müssen wir tatsächlich mal was arbeiten. Gut. Und auf geht's, Anna. Ciao, adios. Servus. So, Leute, unsere Spezialagenten müssen jetzt wieder für Recht und Ordnung sorgen. Jetzt, wo ich weiß, wie besonders das ist, dass Pferde so ruhig und gelassen bleiben, habe ich echt riesen Respekt vor der Arbeit der Pferdestaffel. Und wer weiß, vielleicht seht ihr ja bald mal den Carlo hier auf Streife reiten im Englischen Garten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus.